Mit einem aufgeladenen Edelstein hier wird. Ich hab keinen. Please, give me the sword. I can enhance its power. Also gut, ich schieb das irgendwie jetzt da durch zu dir. Es sind sehr repetitive Sachen mit dabei, aber das kennen wir ja eigentlich auch schon aus den anderen Spielen. Also gerade so dieses wiederhole die Reihenfolge und bla, das kommt hier auch sehr gerne vor. All of my magic into the blade to give it the power to destroy the tall man's scissors. Go to the summit and use the sword. Stop him before it is too late. I'll be back for you, I promise. Okay, so rausholen kann ich sie hier erstmal nicht, weil mir hier das Dingens, dafür fehlt das Emblem. Ich werde aber wahrscheinlich auch erstmal nicht wirklich weit hier kommen, weil da ist er wieder. Hi. Let's take this silly mask off. What? Milton Harris? You're our family lawyer. Yes, indeed. And you have no hope against me, no matter what you do. Ich muss hier meine Waffe benutzen. Es ist der Devil's Advocate. Wir wussten es. Also gut. Wir schlagen ihn jetzt einfach mit dem Schwert. Es wird nichts bringen. Was sage ich? Es wird nichts bringen. Tail World magic is useless against the Hearthbridge powers. That's why I took Jennifer's ring when I put her in that coma. That's why I took your artifacts. You madman. You'll destroy an entire world. And for what? Power? Fame? I just want the All-Tail Heart. I'll figure out what to do with it when I get it. Until then, I have a flower to cut. Goodbye. Okay, geh jetzt zurück zu unserer Freundin. Ja, kann ich bitte erstmal die Sachen hier mitnehmen? Er ist ja gerade eh beschäftigt und mit sich selbst hier im Reinen und zufrieden. Da fehlt etwas. Ja, ich finde überall was. Ist okay. Polierpass und ein Kastenteil, warte. Es ist der Advokat des Teufels. Der Advocatus Diabolus. Wir wussten es. Also nein, wir wussten es nicht, aber. Alter, ich habe keine Ahnung, was das hier gibt, ne? Nee. Naja, auch nicht so ganz, aber. Also gut, ich habe jetzt eine Schere. Macht sie mir die Schere groß, oder? He conjured some kind of magical barrier against the sword. He's going to cut the All-Tail Heart. We have one last chance. Get me out of here. Ja, der einst. Ich. Ja. Gleich. Ja. Was fehlt denn an dieser Silberplatte? Na, die andere Hälfte nur, ne? Zurück kann ich nicht. Also gut. Ich habe jetzt diese Schere. Kann ich mit der Schere hier irgendwas machen? Nee, kann ich ihn mit der Schere von hinten nicht einfach erstechen und dann hat sich das Ganze? Oh, hey, ein Ziegelstein. Warte, kann ich ihn mit dem Ziegelstein erschlagen? Ich bin gerade dabei, meine diversen Lösungsmöglichkeiten durchzugehen. Da
Dafür haben wir auch unsere Polierpaste, ne? Und unseren guten Wildlederlappen. Damit polieren wir das hübscheste Metall. Weil das rostige Emblem, das kann ich nicht einsetzen. Das würde nicht funktionieren. Ist das wieder so, einfache alle Symbole nach? Nein. His magic comes from both the Hearthbridge and Soulstone families. You have to go back to the real world. But he has both figurines of you and the altar. Then we must hurry. Here, look for the stone passage. It will take you to the mountain shaman. He can guide you back. Natürlich, jetzt brauchen wir nochmal einen Schaman, um zurückzukommen. Kristalledelstein. Der gehört bestimmt nicht hier rein, ne? Wusste ich's doch. Das sieht mehr so aus, als würde da was anderes hingehören. Ich möchte zurück. Okay, ich muss es erst anklicken. So, darf ich jetzt eine Passage bauen? Aber hier fehlt mir, glaube ich, eine Kachel, ne? Ein Schiebespiel. Ich hasse dich. Komme ich denn hier ums Eck überhaupt? So erstmal gar nicht, ne? Das ist schön. Bing, bang, bunk. Das ist schön. Das ist genauso will ich das. Okay, auf zum Bergschaman. Hi. I sensed your arrival, Hearthbridge Guardian. I'm forbidden from helping directly, but I can advise you. I felt Talia give you her magic. Yes, she enchanted the sword, but it couldn't break the tall man's magic. I must return to the real world and use the power of our cabinet. Rebuild the stone portal and cast the sword into it to open a passage home. Also gut, Steinportal wieder aufbauen. Das ist anscheinend das hier. Da fehlen Verzierungen. Also gut, wir nähern uns, glaube ich, jetzt langsam dem Ende. Wir sind jetzt über der Hälfte. Ich brauche hier ein Werkzeug. Schienennagel. Aber ich habe... Geht das mit dem normalen Hammer? Scheinbar. Jetzt habe ich mir hier eine Wimmelbildszene erschlossen. Hagebutten. Münze, Amethyst. Ich habe einen Pilz und ich habe einen Marienkäfer. Ich habe auch eine formschöne Raupe, ich habe dies, ich habe jenes. Okay. Ich sollte vielleicht lesen. Flechte und eine Honigwabe, Münze, Amethyst, Trauben, Feder und Skorpion. Münze, Flechte und Feder. Eine Münze und eine Feder. Okay, wo ist denn die Münze? Die ist in der Regel rund und sollte zu erkennen sein, da hinten. Und nachher müssen wir Schildkröten suchen. Da waren nämlich einige versteckt. Okay, ich muss zuerst das Feuer löschen. Kann ich aber irgendwie in die Hütte einbrechen? Nee. Ich habe 2 von 3 und ich habe jetzt... Was ist denn das? Ein Steinsymbol. Warte. Natürlich müssen wir jetzt erst nochmal zurück, bevor
Also er steht ja immer noch so wunderbar hier, der ist gerade ganz zufrieden mit sich selbst. Der ignoriert uns, wir sind alle unwichtig. Ach du Schande. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Ordne die Symbole so an, dass es keine passenden Symbole auf einem einzelnen Ring gibt. Wähle dann raus, einen Ring aus und ziehe ihn, um ihn zu verschieben. Nachdem du zwei Symbole ausgerichtet hast, benutze die mittlere Schallfläche, um sie zwischen den Ringen zu tauschen. Okay. Also gut, ich muss euch erstmal tauschen. Gut, eins ist hier, das ist schön, aber ich brauche nochmal eins. Okay. Jetzt ihr zwei. Okay. Nee, das ist schon okay so. Also eins ist hier draußen, eins ist hier, das ist okay. Hier, da ist ein zweites, das gehört da nicht hin. Dann machen wir das doch. Wir tauschen das gleich wieder zurück. So. So, du ignorierst uns weiter brav. Das finde ich ganz toll. Wir sind keine Bedrohung mehr für dich. Du hast nichts zu fürchten. Wir sind ein armer, schwacher Mensch. I guess I have to throw the sword into it. Here goes. Okay, jetzt werfe ich mein Schwert hier einfach durch. Da ist mein Dingens. These guys again? The tall man must be on my tail. Grandma's amulet. I left it here when I was sucked into the tail world. Maybe it can turn these little pests back. Okay, wir werfen unser Amulett mal hier rein. Okay, was jetzt muss ich. Okay, ich verstehe. Hier, ich hätte das gerne hier. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Ich werde wahrscheinlich zwischendrin irgendwie noch ein paar Sachen umlegen müssen. Ob ich denn 1, 2, 2 so gehen? Eigentlich nur hier. Die dürfen sich scheinbar überlappen. Das finde ich okay. Muss ich alle benutzen? Ich fürchte, das war nicht so ganz richtig, denn hier fehlt mir jetzt irgendwas. okay. Kannst da rein, aber gut, dann doch hier rein. Nee, war richtig, war alles richtig. Amulet stopped working. Also gut, Amulet ist kaputt. I sense that you've come back. Listen, you can use the amulet to stop the tall man. It's no use, Grandma. The glass rings are all broken. There are more glass rings in my office. Replace them and charge the amulet with the Hearthbridge cabinets. Take all of the artifact's magic back to Tail World and save the All-Tail Heart. Okay, I must find the spare rings and use all of the magic from the cabinets to charge the amulet. Then, I'll be ready for the tall man. Okay, wir sind dann bereit für den langen Mann. Okay, ich brauche hier eine besondere Art Schlüssel, um da durchzukommen. Die Planke nehmen wir auch mal mit. Da fehlt ein Ornament. Erstmal räume ich hier alles weg, um an die Waage zu kommen. Irgendwie Zeug aus dem Schornstein kratzen. Ich habe ein Regalbrett.
Muss ich die Sachen da wieder platzieren? Okay, Justitia gehört hier rein. Den Becher habe ich noch nicht. Das muss ich jetzt alles wieder hier reinlegen. Okay. Hier läuft die ganze Sache andersrum. Gut, dann kriege ich hier die Linse. Das ist schön. Da habe ich jetzt das Weinglas raus. Die gesamte Magie des Artefakts befindet sich im Amulett. Es ist bereit. Jetzt muss ich herausfinden, wie ich ein Portal öffnen kann. Ja, erstmal muss ich hier alles zusammensetzen. Das gehörte nicht hier rein. Das habe ich da rausgekratzt, ne? Wie überprüfe ich, was da oben drin steckt? Also doch mit dem Haken. Okay, das war voll unnötig, weil ich dachte, er wollte wissen, was im Schornstein ist. Also gut, mühsam nähert sich das Eichhörnchen mit den Bleigewichten an den Füßen. Wir kriegen das hin. Wir sind gleich soweit. Wir haben gleich Omas komplettes Büro auf den Kopf gestellt. Anker, Bügeleisen, Schere. Ich brauche diese Fackenlinse, gib die mir bitte. Bürste, Schwert, Fernglas, laute Tinte. Eule und Baum. Okay, Fernglas, laute Bügeleisen. Okay, wo ist das Bügeleisen? Hier vorne. Und jetzt noch die Laute. Die dürfte ja nicht so klein sein, dass man sie übersieht. Lauten sind relativ groß, ja. Ich war sehr erstaunt, wie groß Lauten sein können. Glasring. Ich habe für eine Commission neulich habe ich eine Laute malen müssen. Ich war wirklich sehr irritiert darüber, dass die Teile riesig sein können. Was willst du jetzt? Also gut, ich habe jetzt etwas, um dem langen Mann zu begegnen. Whoa, the amulet is listening to me. Let's see how it affects the tall man. You have the artifact with the Hearthbridge magic, but the cutting process has already begun, and Tailworld is changing. I have to get back to the summit. The world is dying in front of my eyes. Ja, das sieht wirklich nicht mehr so schön aus hier, ne? Aber wir müssen uns trotzdem umsehen. Ich kann das nicht mit bloßen Händen aufheben. Ja, beruhig dich doch mal wieder. Okay, die Pflanzen sind da weg. Ich muss die irgendwie abschneiden. Ich habe eine Säge. Das geht leider nicht. Und ich habe einen Korkenzieher. Es geht aufs Ende zu, aber wir sind noch lange nicht am Ende. Oh. Also gut, hier kommen wir gerade nicht weiter. Wir haben nur 3 von 4 Kacheln. Verflixter Tunnel stürzte ein. Vielleicht kann ich einen anderen Weg zum Gipfel finden. Also gut, wie es unserer Freundin geht, wissen wir gerade nicht. Es lässt sich nicht so ganz erahnen. Es könnte ihr noch gut gehen. Es könnte ihr aber auch schon an den Kragen gegangen sein, denn die Frage ist, wenn er dieses Herz von dieser Welt entfernt, und das besteht ja eigentlich aus den Ideen und den Geschichten, die die Menschheit sich sonnen haben irgendwann und erzählt haben, verlieren die Menschen dann ihre Kreativität? Oder ich brauche etwas, mit dem ich diesen Block anheben könnte. Ich habe einen Haken.